hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Willkommen zum nächsten Modell von Rieke und zwar haben wir hier wieder einen weißen Hai, ein Caecharodon, Caecharias. Hier wieder in der gewohnten Rieke-Tüte, schnell rausholen. Und hier haben wir das neuere, das überarbeitete Modell eines weißen Haies. Ja, und hier sieht man schon einen krassen Unterschied zu dem, was ich euch als erstes vorgestellt habe. Und auch hier natürlich wieder ein Anhänger mit dran, den werde ich mir ganz schnell wegmachen. Hier haben wir den großen weißen Hai mit der Nummer R9181S. Wir haben hier eine Länge von 26 cm, Höhe von 8,2 im Maßstab. Von 1 zu 18 auf der Rückseite. Hier geht's weiter. Also cool, was Rieke hier in Modellen mit auf den Weg gibt. So, der weiße Hai oder weiße Haie allgemein werden zwischen 4,5 und 6,4 Metern lang, können mit einer schnellen Schwanzbewegung mal kurz über 56 Stundenkilometern erreichen und haben Gewicht von so 1900 bis 2300 Kilogramm. Also ein ordentlicher Brocken. Hier mal der weiße Hai, den ich euch schon vorgestellt habe. Dieses Modell hier war von 2015 und diesen neuen weißen Hai kriegt ihr auch noch ein bis zwei Nummern größer, denn ihr kriegt den auch in einer Länge von 62 cm oder eine Länge von 46 cm. Ne? Hier haben wir die kleine Ausgabe, die ist auch besser hier für der Kamera zu handeln. Auch sehr schön gemacht. Ich habe hier ein, zwei Kritikpunkte, aber an für sich ist es schon klasse gemacht. Auch hier wieder ein Soft-PVC, ganz weiches Material, was ihr hier zusammendrücken, zusammenquetschen könnt, auch die Flossen. Also wenn euch da mal irgendwas runterfällt oder sowas, kein Problem. Ihr hört es schon am Geräusch. Ne? Das ist einfach nur PVC. Euch kann da überhaupt gar nichts kaputt gehen. Mega weich, absolut geruchsneutral, super. Und das Ganze ist mit einer baumwollähnlichen Substanz gefühlt. Ob es echte Baumwolle ist oder ob synthetisch ist, kann ich euch nicht sagen. Aber das ist schon klasse. Also ich kann hier auch mit wildem Spielen herumreißen, nur schwer was kaputt gehen, okay? Das ist schon echt super cool gemacht. Ja, was die Zähne angeht, hier finden wir in der oberen Reihe eine Reihe Zähne, unten zwei. Beim alten, ne, waren es oben zwei Reihen, unten auch zwei Reihen. Ihr seht auch die Zähne, die haben sie hier rechts eher in einer Cremefarbe gehalten. Aber ihr seht schon rechts, das wirkt schon alles etwas realistischer, ja, als beim linken Modell. Das Modell hier war von 2015 und hier, lasst uns da mal hier unten drauf schauen, ja, von 2019. Also Rieke sind ständig bemüht, ihre Figuren, ihre Skulpturen zu verbessern, bisschen realistischer zu machen und die arbeiten wirklich sehr kreativ an ihren Modellen. Einzig, was man hier jetzt nicht unbedingt gefällt, aber das ist nur meine Meinung, ist tatsächlich die Bemalung von Weiß zu diesem, ja, was ist das für eine Farbe? Es ist so irgendwie eine ganz, ganz, ganz dunkle Türkisfarbe. Ganz dunkel. Oder Mint. Ja, Türkis mit Schwarz drin. Also nicht einfach nur grau. Ich hoffe, das kommt einigermaßen auf der Kamera rüber. Also der Farbton ist echt nicht schlecht. So, jetzt seht ihr hier halt die Zacken. Ich finde es gut, dass es nicht einfach nur so ein weißer Streifen ist, der sich hier drüber zieht. Sie haben es beim alten Modell auch so leicht gezackt gemacht. Aber das hier ist doch ein bisschen zu grafisch, möchte ich mal sagen. Also da hätte mir irgendwie eine lockere, eine wildere Form besser gefallen als diese gleichmäßigen Schneeberge. Wie man es hier sieht, dann wäre der noch oder wesentlich realistischer geworden als diese Dreiecke hier. Ne? Also das haut mich nicht ganz so weg. Ansonsten die Form, egal wie ihr es euch anschaut, auch was die Körperdicke etc. angeht, finde ich recht gut gelungen. Interessant finde ich so diesen Kiel hier hinten. Ja, beim alten Modell wurde das hier nur so ganz leicht angedeutet. Ja, also nicht ganz so breit, wie man es hier bei der neuen Skulptur sieht. Aber gut, ja, dann lasst uns mal wie immer hier vorne anfangen. Die Augen haben sie hier schwarz, groß und glänzend bemalt. Das Weiß auch in Ordnung und ihr seht dann halt den Überblick in dieses dunkle, ja, Türkis oder Mint. Dann die Zähne, wie schon gesagt, in Cremefarben. Innen der Gaumen ganz leicht skulpturiert. Hier haben sie so ein
Weinrot, ein ganz dunkles Weinrot genommen, was mir gut gefällt. Er hat einen richtig skulpturierten Schlund. Hier geht es also ein bisschen nach hinten. Die Zähne unten in zwei Reihen gesetzt, stumpf, nicht spitz, tut nicht weh. Aber trotzdem, die Zähne wurden hier skulpturiert. Die stehen tatsächlich runter und von unten auch nach oben. Die Nasenlöcher kann man hier vorne auch erkennen, haben sie aber nicht extra schwarz bemalt wie beim alten Modell. Die Schnauze, wie ich finde, auch nicht zu spitz oder zu flach, nicht zu lang. Ich finde, das haben sie schon gut gemacht. Dann sieht man hier die Kiemen an der Seite. Er hat nicht ganz so viele Schatten wie das alte Modell, aber man sieht auf jeden Fall eine Hautstruktur. Seht ihr das? Nicht ganz glatt, sondern so ganz leicht uneben. Finde ich eigentlich gut. Auch hier noch ein paar Schatten oder Kerben, Narben zu erkennen. Nicht ganz so krass wie beim alten Modell. Die Kiemen haben sie nett skulpturiert. Dann auch die Flossen. Finde ich, was die Länge, was die Form angeht, haben sie gut gemacht. Auch hier einige Schatten, die man erkennen kann. Ne? Das finde ich schön. Auch seitlich, wenn man es ein bisschen so im Licht hin und her bewegt, kann man das sehen. Finde ich nett. Sie hätten es auch arschglatt machen können, aber Ricoeur legt da echt Wert drauf und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Die Kiemen auch nicht einfach gerade runtergezogen, sondern so ganz leicht, unruhig, wellig skulpturiert. Auch das ist gut. Ich finde, er sieht klasse aus von der Seite. Gerade mit dem aufgerissenen Maul wirkt es sehr reizvoll. Und da was hier mit einem Soft-PVC zu tun haben, könnt ihr auch das Maul hier ein bisschen bewegen. Ja? Schnapp, schnapp, schnapp. So, dann haben wir hier natürlich die typische Rückenflosse. Hier unten so eine kleine Einkerbung. Und so läuft es dann an der Seite entlang. Die Bauchflossen, die Afterflosse. Und auch dieser typische Haken hier hinten, den haben sie nicht vergessen. Jo, ich messe den hier nochmal kurz nach und komme hier auf eine Länge von 25 cm und eine Höhe von ca. 8 cm. Ne? So sieht er aus, das neue Modell. In drei Größen erhältlich. Einmal so wie ihr es hier seht, ca. 5, 26 cm. Dann gibt es dann auch noch in 46 cm Länge. Und, wenn das auch nicht reicht, 62 cm. Also ein hammermäßiger Brocken. Ne? Kein Hammerhai, sondern Hammerbrocken. Ne? So sieht er von oben aus, die Form. Auch so leicht gebogen, gefällt mir gut. Wirkt natürlich in der Bewegung festgehalten. So das Ganze von unten. Man achte auch auf solche Geschichten hier. Ne? Und auch wie die Flossen hier unten noch skulpturiert worden sind. Okay, also auch ein sehr schönes Modell von einem weißen Hai. Ich stelle ihm mal das ältere Modell gegenüber, ne, 2015, 2019. Da sieht man doch schon klaren, deutlichen Unterschied. Aber sie haben ihn hier immer noch im Programm, denn er ist einfach nur, ja, krass. Wer einen schönen, aggressiven, alten, gefährlichen weißen Hai haben möchte, der greift zu diesem Modell. Wer eher einen etwas akkurater gearbeiteten weißen Hai haben möchte, der nimmt das neue Modell, ganz klar. Und wer Haie mag, nimmt beide. Ne? Und ihn, wie schon gesagt, in drei verschiedenen Größen. Mir gefallen beide gut, jeder auf seine Art. So, dann die beiden hier nochmal nebeneinander. Wisst ihr was, ich lasse die zwei auch nebeneinander 360 Grad drehen. Und das hänge ich jetzt hier auch noch gleich mit dran. Gut, dann würde ich sagen, war es das mal wieder zu diesem wunderbaren weißen Hai von Ricoeur. Der Great White Shark mit der Nummer R9181S. In einem Maßstab von 1 zu 18. Okay, ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.